Wieso Lotte? Irgendwie schaust du ein bisschen anders aus heute. Fast so, als obst. Beim Haarschneiden bin was? Oder bist du geschminkt? Ja, ein bisschen vielleicht. Aha. Und wieso das? Hier möchte eine Kontaktanzeige aufgeben. Eine Kontaktanzeige möchtest du aufgeben? Ja, ja und wieso? Ja, wieso wohl? Ja, ich weiß schon, warum das noch Kontaktanzeigen aufgibt. Aber wieso du, Lieselotte? Na, ich suche einen Mandel zum Nestbauen. Ein Mandel zum Nestbauen suchst du? Ja, aber Lieselotte, als was möchtest du suchen? Als Geiersfrau oder als Stoffpuppen? Es ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Na, ein Mandel suche ich halt sie fix. Ja, jetzt schimpf nicht gleich so. Hast du denn schon irgendeine Börse gefunden dafür? Eine Kontaktbörse? Was? Eine Börse? Nein. Nein, ich meine ja, weißt, du kannst in der Heimatzeitung inserieren, du kannst bei Elitepartner inserieren. Was? Elitepartner? Das hört sich gut an. Die nehme ich. Okay, dann hätten wir das schon mal geklärt. Also du gehst zu Elitepartner. Hast du dir auch schon eine Rubrik ausgesucht? Was? Kubik? Nicht Kubik, eine Rubrik. Also möchtest du unter Heiraten inserieren oder unter Bekanntschaften, unter Urlaubsflirts oder sie sucht ihn oder sie sucht sie. Was? Ja, das gibt's alles. Oder einfach halt nur wegen schönem Sex. Was? Ja, ich suche einen Mandel zum Nestbauen. Ja, einen Mandel zum Nestbauen können wir so nicht reinschreiben. Normalerweise sagt man da halt einfach mal über ein paar so Sachen von sich, ja, welche Vorzüge das man so hat. Was fällt dir denn da ein bei dir? Vorzüge? Ja, was macht denn die aus? Was ist denn gut an dir? Ich hab zwei gesunde Krallen, zwei gesunde Flügel, einen starken Schnabel und schöne Augen. Na gut, dann haben wir das schon mal. Und in der Kontaktanzeige sagt meine Herr immer was über das Alter. Wie alt bist du? Das mag ich nicht sagen. Ja, dann sagen wir einfach im Herbst des Lebens. Ey. Ja, das ist gut, das machen wir. Gut, dann normalerweise steht die Haut, nein, nicht die Haut, die Haarfarbe steht normalerweise drin. Das war dann bei dir wohl eher die Gefiederfarbe. Was darf man denn da sagen? Sag du, ich seh so schlecht. Naja, ich darf sagen, bunt. Ja, das ist gut, bunt. Na gut, dann haben wir das auch. Was auch noch gerne in so Kontaktanzeigen drinsteht, das ist, bist du Raucherin? Was? Ja, hast du vielleicht schon mal einen Vogelraucher gesehen? Nein, ich habe noch keinen Vogelraucher gesehen. Ich habe allerdings auch noch keinen Vogel eine Kontaktanzeige aufgeben sehen. Ja, ich suche was am Mandel zum Nestbau. Ja, das weiß ich jetzt schon. Also bist auf jeden Fall nicht Raucherin. Ja. Na gut. Möchtest du mir wieder Schmetterlinge im Bauch fühlen, oder? Was? Schmetterlinge? Nein, die schmecken mir nicht. Außerdem fand ich so schnell den Lustfinger. Nein, Lieselotte, ich meine ja auch nicht zwecks dem Essen. Schmetterlinge im Bauch nennt man das, wenn man einfach verliebt ist, dieses wohlige Gefühl im Bauch. Ich such doch bloß an der Handel zum Nestbau. Ja, ich weiß schon. Na gut, aber die wichtigsten Sachen haben wir eh schon. Ich fasse mal zusammen, gell? So schreiben wir das ungefähr. Jetzt pass mir auf. Wo zum Geier bist du? Ja, das ist gut. Ich, Lieselotte, also du? Ja. Ich, Lieselotte, im goldenen Herbst des Lebens. Ja, das hört sich gut an.
Gesunde Extremitäten? Ja. Nichtraucherin bist und bunte Gefiederfarbe? Ja. Sucht der Sucht Geier für gemeinsamen Höhenflug? Ja. Nestbau nicht ausgeschlossen? Ja. Ja, dann haben wir ja das Wichtigste schon, oder, das Lotte? So gehen wir das ab. Bei der Zeitung, nein, bei Elite-Partner. Ja, genau, Elite-Partner. Nein, Freunde, ich so auf den Haufen Zuschriften. Oh, das Wetterl. Dann haben wir's. Halt. Da ist mir noch was eingefallen. Eins muss da noch dazu sein. So, hast du was vergessen? Was war denn das? Na, ich bin tierlieb. Tierlieb bist du? Ja, tierlieb, das gehört normalerweise schon dazu schon, weil das kommt doch weit mehr da. Und wie meinst du das mit tierlieb sein? Na, ich bin immer gut zu fädeln.